Idee zum Bau des Kinderpalliativzentrums in Datteln ist entstanden durch die ambulante Arbeit. Wir haben die Familien ausschließlich zu Hause betreut und haben gesehen, dass wir dort bestimmte Probleme der Familien nicht haben lösen können. Wir brauchten dringend einen Ort, der diesen Kindern mit lebenslimitierenden Erkrankungen ihren Familien angemessen ist. Und dieser Ort musste so entstehen, dass Elternapartments da sind, die Eltern also bei den Kindern bleiben können, dass die Kinder Einzelzimmer haben, dass die Kinder in den Garten geschoben werden können oder in den Garten gehen können, dass genug Personal da ist, sodass wir die Kinder beobachten können und optimal behandeln können. Kinder kommen hierher schon mit dem Auftrag und dem Ziel, dass es ihnen besser geht, dass Symptome, unter denen sie leiden, wie Schmerzen zum Beispiel, die auch ganz viel Lebensfreude und Lebensinhalte verhindern, dass die verbessert werden und in aller Regel aber mit dem Ziel, wieder nach Hause zu gehen. Also die medikamentöse Seite, ja, die spielt eine ganz große Rolle und viele Kinder brauchen auch die Medikamente und die Schmerztherapie, aber sie brauchen auch noch was anderes. Ne? Alleine mit Medikamenten schafft man es nicht. Ich bin ganz nah an den Familien dran, bei den Eltern ganz nah, aber eben auch bei den Patienten. Und ich bin vom Aufnahmegespräch von Anfang an dabei, bin bei den Familiengesprächen dabei, habe Einzelgespräche mit den Eltern, mit den Kindern, je nach Bedarf. Und oft bin ich auch so eine Brücke zwischen Familie, Patienten und dem anderen Team, dass sie verstanden werden. Ich bin viel entlastend für die Eltern da, dass die Eltern auch einfach mal einen Freiraum haben, dass sie mal durchatmen können, dass ich einfach beim Kind bin und sie ein gutes Gefühl haben können. Also sehe mich auch hier so in der Rolle, dass ich für die Kinder spreche. Viele unserer Kinder können halt nicht sprechen, haben ihre ganz eigene Art zu kommunizieren. Und es ist halt auch immer wieder spannend herauszufinden, wie sie kommunizieren und das weitergeben zu können. Jeder Mensch braucht das, sich ausdrücken zu können, von sich etwas zeigen oder sagen zu können oder geben zu können. Und unsere Patienten ist das eben eingeschränkt. Und man muss immer wieder im Moment gucken und sehen, was geht, was ist heute, was gestern war, ist vielleicht heute nicht mehr dran. So ist es immer wieder ein ganz behutsames und achtsames sich einstellen. Es geht einfach darum, Situationen und Atmosphären hier auch zu verändern oder zu schaffen, positive Atmosphären auch zu schaffen und die Lebensqualität zu steigern von den Kindern und den Familien natürlich. Und ich fand das hier als Schülerin immer schon so toll, dieses Zusammenspiel und sich auch kennen, schon als Familie und die Kinder auch wirklich individuell kennenlernen und auch die Familien individuell kennenzulernen und dann ja, ist das so ein, man kennt sich und es ist so ein nettes Miteinander, was hier einfach den Alltag viel, viel einfacher macht und auch schöner. Überwiegend geht es hier um Wahrnehmung. Das heißt, die Kinder haben Wahrnehmungsstörungen und die Hunde helfen den Kindern dabei, zum Beispiel ihren Körper selber ertasten zu können, wahrnehmen zu können, ihre Körpergrenzen wahrnehmbar zu machen. Also man hat hier das Gefühl, hier sind endlich Menschen, die helfen ein und man steht nicht ganz alleine da, beziehungsweise wenn irgendwas mit dem Kind ist, jetzt weiß ich, da und da muss er anrufen. Man bekommt hier halt so ein Gesamtpaket, also es wird darauf geachtet natürlich, dass es dem Kind gut geht, dass dem Kind geholfen wird, aber auch wie geht es der Familie, wie geht es den Müttern, dass auch die Eltern zur Ruhe kommen. Die Ärzte haben Zeit für einen, nehmen sich Zeit für einen, also hier wird richtig auf das Kind eingegangen und wir fühlen uns hier richtig wohl. Wir kommen ganz anders hier wieder raus, als wir hier reingekommen sind. Und wir blühen auf, was uns die Eltern, die Geschwisterkinder und die Kinder hier überhaupt uns an Freude schenken. Das kann einem nichts anderes geben. Also
ist einfach schön. Ich glaube, dass die Familien, die Eltern, die kranken Kinder hier einen Ort finden, wo das Team eine ganz große Expertise hat, um die Krankheitssymptome, die leidvollen Krankheitssymptome gut zu behandeln.